Shalom, Shalom. Ja, wir kommen wieder aus Uganda zu dir und bringen dir allerliebste Segensgrüße aus der wunderbaren Perle Afrikas. Heute möchte ich mit euch über eine Frau sprechen, deren Namen ich auch trage, über Maria. Ich habe neulich vom Herrn den Auftrag bekommen, dieses Leben mir einmal anzuschauen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein 15-jähriges Mädchen, das glauben die meisten, dass sie war, 15 Jahre, die noch nie von einem Mann erkannt wurde, kommt der Heilige Geist und spricht zu ihr, dass sie ein Kind von Gott empfangen wird. Sie war eine Frau des Glaubens. Sie sagte, mir geschehe nach deinem Worte. Obwohl sie vorher gesagt, wie kann das passieren, wenn ich keinen Mann habe. Sie war verlobt mit Josef, aber sie hat noch nie mit ihm geschlafen. Und wisst ihr, bei den Menschen ist vieles unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und sie war dann bereit zu sagen, mir geschehe nach deinem Willen, nach seinem Willen. Und sie wurde schwanger. Und sie war verlobt. Und sie sagte ja auf die Gefahr hin, dass sie gesteinigt wird, dass sie für verrückt erklärt wird, dass sie den Mann verliert, den sie heiraten wollte oder der sie heiraten wollte. Sie sagte ja zum Willen Gottes. Wisst ihr, heute möchte ich einmal zeigen, was es einem kosten kann, wenn man bedingungslos mit Gott geht. Und dann ging sie in ihrer vorgerückten Schwangerschaft nicht zu ihrer Familie. Sie ging zu ihrer Cousine Elisabeth und blieb dort. Und dann erlebte sie, dass der Mann, der sie heiraten wollte, sich eigentlich stillschweigend von ihr trennen wollte. Aber Gott hat ihm einen Traum gegeben und er hat den Traum als Deutung von Gott angenommen und hat sie nicht weggeschickt. Und dann musste diese junge Frau nach Jerusalem zu einer Zeit, wo sie eigentlich gebären sollte. Und dann wurde sie nirgends aufgenommen. Ihr Lieben, wenn man sich vorstellt, das Kind, das Gott gezeugt hat durch den Heiligen Geist, wurde in einem Stall geboren. Wisst ihr, da hätte ich schon sehr zu zweifeln begonnen, ob ich wirklich von Gott gehört habe oder ob ich jetzt nicht verrückt bin. Auf jeden Fall, sie hat in einem Stall geboren. Und wenn man die Geschichte weiterliest, die drei weisen Männer, die sind ja bei Herodes eingekehrt und haben ihm erzählt, dass sie eben in den Sternen gesehen haben, dass ein neuer König geboren wurde. Und das war äußerst bedrohlich für Herodes. Und er hat den Plan ausführen wollen, und zwar alle Kinder in dem Alter, ich glaube bis 3 Jahre, zu töten. Denn da drinnen könnte diese Geburt stattgefunden haben. Und er ließ sie töten. Aber wisst ihr was? Gott hat wieder eingegriffen und ihnen gesagt, sie sollen nach Ägypten gehen. Und wisst ihr, von Bethlehem nach Ägypten, das ist eine weite, weite Reise durch die Wüste mit einem Esel. Wie sie das durchgestanden haben, und sie sind gegangen, sie haben gehorcht. Sie haben gehorcht, sie sollen gehen. Und sie wussten nicht genau, was geschehen wird, aber sie haben gehorcht. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir, lies einmal das Kapitel 5. Mose 28. Da steht drinnen der Fluch oder der Segen. Wenn wir Gott auf die Stimme Gottes hören und gehorchen, dann kommt Segen ohne Ende. Wenn wir nicht auf ihn hören und nicht gehorchen, dann kommen Flüche. Aber sie haben gehorcht und sie sind nach Ägypten. Also Jesus war Flüchtling in Afrika. Und ihr wisst ja, Flüchtlinge haben nicht immer die leichteste Zeit, nirgends. Und dann hat Gott sie wieder zurückgerufen, wieder durch diese Wüste durch. Da gab es kein Auto, da gab es eben nur den Esel, den sie hatten. Und dann kamen sie zurück und sind nach Nazareth. In Nazareth hat Jesus
in seiner frühen Jugend Tischlern gelernt. Er war wie ein normales Kind. Und dann mit 12 Jahren ist Folgendes passiert. Dann sind sie nach Jerusalem zum, ich glaube, es war das Passoverfest. Und auch damals schon wie heute sind ganze Familien, die ganze Verwandtschaft ist gegangen. Und da sind natürlich die jungen Leute immer beisammen geblieben. Und sie kamen nach Jerusalem und dort haben sie sich dann getroffen. Und wie sie zurückgingen, 3 Tage später, Maria und Josef glaubten, dass Jesus mit ihnen, mit den Verwandten ist, mit den anderen jungen Leuten. Und er war nicht dabei. Sind sie wieder zurück nach Jerusalem und haben ihn gefunden im Tempel, predigen. Und wisst ihr, wie Maria und Josef ihn gerügt haben, warum er das gemacht hat? Hat er gesagt, wisst ihr nicht, dass ich den Willen meines Vaters tun muss? Also, warum habt ihr mich überhaupt gesucht? Ich muss euch ehrlich sagen, meine Mutter hätte mir Ohrfeige gegeben mit so einer Antwort. Aber er war in erster Linie Gott verantwortlich. Und Jesus war 12 Jahre und er wurde schon mit 12 Jahren, hatte er die Bar Mitzwa. Und es ist auch interessant, in der jüdischen Tradition sind die Buben normalerweise 13, wenn sie die Bar Mitzwa haben. Und von dort an werden sie verantwortlich für ihre eigenen Handlungen. Aber ledige Kinder oder außereheliche Kinder haben die Bar Mitzwa mit 12. Und Jesus hatte sie mit 12. Also auch da war wie ein Schandfleck auf ihm, dass die Mutter ihn vorehelich geboren hat, gemäß der Tradition. Ja, und dann wisst ihr, beim ersten Wunder war eine Hochzeit. Und da ging ihnen der Wein aus. Und die Maria muss schon erlebt haben, dass ihr Sohn Wunder wirkt. Und sie ging zu ihm und sagte, du, denen ist der Wein ausgegangen. Und er sagt, wieso gibst du mir Anweisungen? Also quasi, halt dich heraus aus meinem Leben. Ja, gewiss, es kommt ein Alter im Leben unserer Kinder, wo wir Eltern nicht mehr in die Führungen Gottes eingreifen sollen. Da müssen wir beobachten, wie Gott unser Kind führt. Und ich finde es sehr spannend, wie meine Kinder, ich habe meinen Kindern von früh gesagt, es wäre wunderschön, wenn ihr in meinen Fußstapfen wandelt und einmal das Ganze übernehmt, aber kein Druck. Denn Gott hat einen Plan für jeden von uns. Und den Plan zu finden, ist es wichtig. Die Berufung zu finden, die Gott für uns hat, das ist der Sinn des Lebens. Da erst kommt dann eine Fülle in dein Leben, eine Ruhe, eine Beständigkeit und du weißt, dafür hat Gott mich geschaffen. Und Jesus wusste das schon sehr früh. Ja, aber er ging dann nach Hause mit ihnen, er lernte Tischler. Und dann, wenn wir wissen, also wisst ihr, das Kind war eigentlich immer wieder eine Irritation für die Eltern. Sie wurden missverstanden. Wie er das erste Mal gepredigt hat, wollten sie ihn von einem Felsen runterwerfen. Und dann kam auch einmal eine Stunde, und ihr könnt es alles nachschauen in der Bibel, ich habe jetzt heute, ich spreche halt aus dem Stegreif, haben die Maria und die Geschwister geglaubt, jetzt hat er den Verstand verloren, das haben sie bei mir auch schon geglaubt, und wollten ihn nach Hause holen. Und wie ihm gesagt wurde, deine Mutter und deine Geschwister sind da draußen, deine Brüder sind und warten auf dich, sagt er, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, wer sind meine Geschwister? Es war ein klarer Auftrag für Jesus, Gott, dem Vater, vollkommen zur Verfügung zu stehen und in seinen vorbereiteten Wegen zu wandeln. Ja, und es muss die Mutter Maria sehr geschmerzt haben, zu sehen, wie ihr Sohn misshandelt wurde, missbraucht wurde, wie er verraten wurde von Menschen, denen er gedient hat, wie er wirklich am Kreuz einsam war. Die Maria war dort, Maria Magdalena und Johannes. Also es waren Menschen, die ihn im tiefsten Herzen geliebt haben und erkannt haben. Aber alle anderen, Petrus hat ihn sogar verleugnet.
Der Judas hat ihn verraten, verkauft. Die anderen haben geschlafen, wie sie ihn gebraucht haben. Ich habe mich einmal beklagt, habe gesagt, Herr, mit den Mitarbeitern macht man schon allerhand mit. Da hat er gesagt, ja Maria, das weiß ich. Meine Mitarbeiter, wie ich sie gebraucht habe, haben sie geschlafen. Einer hat mich verkauft, verraten. Einer hat gezweifelt an mir. Ja, und einer hat Selbstmord begangen. Hast du noch Klagen? Sag, keine einzige mehr, Herr. So schlimm ist es bei mir noch nicht. Und wird es auch nicht sein. Denn Jesus hat dieses Werk in Afrika in seiner Hand. Aber ich möchte euch nur sagen, wenn man mit Jesus geht, dann heißt es nicht, dass wir unseren Willen durchsetzen können. Sondern wenn du dich Gott auslieferst, bedingungslos, dann heißt es, mein Leben steht dir zur Verfügung an erster Stelle. Und da gibt es dann schon Krisensituationen, wo du ganz alleine dastehst. Ich kann mich noch genau erinnern, wie Gott mich nach Afrika gerufen hat. Das war einer der größten Tests in meinem Leben. Denn meine Freunde alle haben mich für verrückt erklärt. Mit 60, ohne irgendwelche konkrete Vorstellungen, nur als Segen nach Afrika zu gehen. Aber ich wusste, dass ich wusste, ich muss gehen. Und wenn es notwendig ist, muss ich sogar zu Fuß dorthin gehen. Und das ist Berufung, ihr Lieben. Und deshalb hat die Maria, der prophezeit wurde, dass 7 Schwerter ihr Herz durchbohren werden. Sie hat es durchgestanden, bis zum Kreuz. Und dort hat Jesus noch dafür gesorgt, dass sie einen neuen Sohn bekommt, der für sie sorgt. Maria hat dann noch viele Jahre gelebt danach. Aber ich weiß, heute ist sie uns ein Vorbild des Glaubens. Sie ist nicht die Mutter von Jesus Christus, sie ist eine Leihmutter. Aber sie ist nicht sie ist nicht die Mutter Gottes, sondern die Mutter vom Menschen Jesus, ja. Aber er gehört in erster Linie Gott selbst, dem Vater. Und das hat Jesus durchgezogen. Und da hat er viele auch verletzt. Wisst ihr, in der Bibel steht, wir sollen Vater und Mutter ehren, dass wir lange leben und es uns gut geht. Und das hat er auch gemacht. Nach der Erfahrung im Tempel in Jerusalem ist er nach Hause mit ihnen und war innen und war gehorsam. Aber dann gibt es auch eine Schriftstelle, die heißt, wer Vater und Mutter nicht hasst, und selbst sich selbst, der kann nicht mein Nachfolger sein. Und Jesus hat uns alles vorgelebt. Und bis zum Tod war er seinem Vater treu und hat alles getan, was der Vater von ihm wollte. Und deshalb sitzt er heute zu Rechten des Vaters und ist unser Erlöser und ist unser Herr und hat, ja, und ist einfach das Größte, was wir haben, Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, die Hoffnung für unsere Herrlichkeit. Gib dein Leben bedingungslos Gott. Er wird dich führen in Wegen, die du vielleicht manchmal nicht verstehst, aber die im Rückblick große Erkenntnisse geben. Zum Beispiel wollte ich immer 10 Kinder haben, das war mein Traum. Ja. Und mit 18 oder 19 habe ich schon das Wort bekommen, frohlocke du Unfruchtbare, denn du wirst mehr Kinder haben als die Fruchtbare. Nichts habe ich gesagt. Ich will nicht mehr, ich will eigene. Zornig war ich, sauer war ich. Und immer wieder haben mir Leute diese Schriftstelle gegeben, verschiedene Leute, die sich gegenseitig nicht gekannt haben. Ich habe nachdem sich abgesprochen miteinander. Aber wisst ihr, Gott wollte mir seine Pläne kommunizieren, bis ich dann wirklich mich ergeben habe. Ich sage, okay Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und heute habe ich Tausende von Kindern und auch nicht nur Kinder, sondern das ist mein Titel, Mama Maria. Und ich habe ein so erfülltes Leben. Ich hätte wahrscheinlich nie so wunderbare Kinder produzieren können oder biologisch bekommen können, wie ich sie von Gott geschenkt bekommen habe. So sage ich dir, der Plan Gottes
auch wenn es durch Tiefen geht, ist viel, viel größer und viel besser, als du dir je hättest können ausdenken. Auf jeden Fall, ich bin total versöhnt mit Gott. Mit mir kann er machen, was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Kann mich auf null reduzieren. Aber ich bitte ihn, dass er seinen Namen verherrlicht und mich zum Segen setzt und mir Freude gibt, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und ich glaube auch, dass die Maria im Himmel und auch auf Erden die auserwählteste Frau ist und durch ihren Gehorsam uns ein Vorbild sein kann. Und wisst ihr, was sie gesagt hat, sie hat Wasser-zu-Wein-Verwandlung hat sie gesagt, tut, was er euch sagt. Und sie ist mir deshalb ein Vorbild. Sie hat ihn im Glauben wachsen lassen in sich, bis die Welt ihn sehen konnte. Und dann war ihre Aufgabe immer nur, tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Und das ist auch meine Aufgabe. Jesus aufzunehmen, ihn in mir wachsen zu lassen, bis die Welt ihn sehen kann. Und dann aber nur sagen, tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Er hat die besten Wege für jeden von uns. Und jetzt wünsche ich dir wirklich den Frieden Gottes, der menschliches Verstehen übersteigt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, der alle deine eigenen Anstrengungen weit übersteigt und dir auf dieser Erde seine Herrlichkeit offenbart. Denn es heißt im Wort Gottes, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich gehe wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Freude zu Freude, von Wunder zu Wunder. Und auf diesen Weg lade ich dich jetzt auch ein. Vertraue Gott von ganzem Herzen, ganz gleich in welcher Situation du bist, denn Gott wird alles zum Besten zusammenwirken lassen für diejenigen, die ihm vertrauen. Vertraue ihm, vertraue ihm. Shalom, Shalom.